Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen. Ich darf auch um Nachsicht bitten, dass wir ein paar Minuten später beginnen, aber gerade eben hat erst die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin geendet. Ich darf ganz besonders doch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Unionsbundestagsfraktion unter uns willkommen heißen, aber Sie alle gleichermaßen. Ich darf zu Beginn unseren stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Thomas Strobel entschuldigen. Der eine oder andere ist vielleicht jetzt enttäuscht, dass nicht er heute hier sitzt, sondern Sie mit mir Vorlieb nehmen müssen. Aber ich darf Sie zum einen mal ganz herzlich grüßen von unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und zum anderen ihn auch entschuldigen. Aber ich glaube, es ist vollkommen nachvollziehbar, dass er insbesondere in seiner Funktion als Landesvorsitzender der CDU Baden-Württemberg jetzt zu Sondierungsgesprächen in Stuttgart ist. Wir haben uns als Zeitrahmen ja, 1,5 Stunden gegeben bis 15 Uhr. Es wird dann auch, denke ich, um oder knapp nach 15 Uhr eine namentliche Abstimmung geben, sodass dann die Kolleginnen und Kollegen auch insoweit rechtzeitig im Plenum sein müssen, um dann ihrer Verpflichtung zur namentlichen Abstimmung auch nachzukommen. Ich bitte dafür auch um Verständnis. Ja, es geht heute um die Fortsetzung unserer Themenreihe Innere Sicherheit. Um das sehr spannende Thema, das auch insbesondere Thomas Strobel sehr stark umtreibt, was treibt denn junge Menschen in den Dschihad? Wir haben uns in früheren Fachgesprächen schon sehr intensiv auch mit der Situation in Syrien im Nordirak beschäftigt, was die Situation des sogenannten Islamischen Staates anbelangt und haben ja insbesondere auch als Unionsbundestagsfraktion in den letzten Monaten durchaus auch mit Erfolg dafür gesorgt, dass im repressiven Bereich sich Gesetze geändert haben, was die Verschärfung der Terrorfinanzierung anbelangt oder des Unterstrafestellens der Terrorfinanzierung, auch der Vorverlagerung der Strafbarkeit der geplanten Ausreise. Wir haben das Personalausweisgesetz dahingehend geändert, dass im Grunde unter den gleichen Voraussetzungen auch der Personalausweis bei ausreisewilligen Dschihadisten entzogen werden kann, wie auch schon in der Vergangenheit der Reisepass entzogen werden konnte. Wir haben die sogenannte Vorratsdatenspeicherung auch zumindest in reduzierter Form wieder eingeführt, ein Thema, das ja insbesondere den Polizeibehörden und den Sicherheitsbehörden lange auf den Nägeln brannte. Und ich glaube, auch dies ist ein durchaus bemerkenswerter Fortschritt. Aber uns ist auch vollkommen bewusst, dass wenn wir uns mit diesem Gesamtphänomen der Islamisierung und der zunehmenden Radikalisierung von Moslems beschäftigen, dass nicht nur dem Thema Repression Bedeutung zuzuwenden und zuzumessen ist, sondern insbesondere natürlich auch dem Thema Prävention. Und die Prävention soll heute im Mittelpunkt stehen. Ich darf ganz herzlich unter uns willkommen heißen unsere Referenten des heutigen frühen Nachmittags. Zum einen mal den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Dr. Maaßen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie unter uns sind. Sie haben sich bereit erklärt, in die Thematik einzuführen. Und ich darf dann des Weiteren unter uns willkommen heißen Herrn Patrick Frankenberger, Leiter des Projektes Islamismus im Internet bei jugendschutz.net. Herzlich willkommen auch an Sie. Und last but not least möchte ich ganz herzlich unter uns willkommen heißen den Geschäftsführer und Mitbegründer des Violence Prevention Networks e.V., Thomas Mücke. Herzlich willkommen. Bei Ihnen möchte ich mich insoweit ganz besonders bedanken, als dass Sie, wie mir gesagt wurde, eigens Ihre Elternzeit unterbrochen haben. Und ach so, Entschuldigung, Herr Frankenberger, Sie, ja, dann darf ich mich bei Ihnen natürlich in ganz besonderer Weise bedanken. Das wusste ich nicht. Okay. Ja, wer weiß. Aber ich frage nochmal nach. Ich darf mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie sich bereit erklären, heute hier auch auszuführen aus Ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen. Es gibt ja jetzt eine fortgeschriebene Studie des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des BKAs und des Hessischen Informations- und Kompetenzzentrums gegen Extremismus. Und zwar bezugnehmend auf eine Evaluierung von 667 ausgereisten Dschihadisten. Und lieber Herr Dr. Maaßen, Sie werden ja mit Sicherheit zumindest mal in Teilen auch auf diese fortgeschriebene Untersuchung auch eingehen. Ich habe Sie mir mal insoweit auch ja, zu Gemüte geführt, weil Sie aus meiner Sicht schon auch sehr instruktiv darüber Auskunft gibt, wie heterogen denn die Struktur
der Dschihadisten ist. Wenn man sich mal so das Altersspektrum anschaut, das reicht von 15 bis 62 Jahren. Es sind 80% in etwa männlich, 20% weiblich. Es sind 25% Doppelstaatler, also die verfügen neben der deutschen Staatsbürgerschaft mindestens über eine weitere Staatsbürgerschaft. Auch 25% der ausgereisten Dschihadisten haben das Gymnasium besucht. Und ich glaube, uns alle hat aufgerüttelt der schreckliche Vorfall vor wenigen Tagen am Hauptbahnhof in Hannover. Lieber Herr Wendt, ich glaube, das war ein Thema, das die gesamte Bundespolizei erschüttert hat, als eine 15-jährige Dschihadistin unvermittelt bei einer Routinekontrolle einen Bundespolizisten in den Hals gestochen hat mit einem Messer, das sie offenbar so am Körper führte, dass es ihr möglich war, dieses Messer zu zücken, ohne es aus der Tasche erst holen zu müssen. Also es war kein zufälliges Unterfangen, sondern offenbar ein geplanter Anschlag. Dieses Mädchen, muss man ja sagen, hat sich offenbar davor in Istanbul befunden, war auf dem Weg, sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen, hat dann offenbar auch sogar einen Ausweis. Das ist der erste Ausweis, der jetzt mittlerweile auch wirklich dingfest gemacht werden konnte, war bei ihr dann auch aufzufinden, der Ausweis, dass sie sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hat. Und dann ist sie aber offenbar in Istanbul bedeutet worden, dass es doch günstiger für sie sei oder dass der Mehrwert größer sei, wenn sie zurückkehren würde nach Deutschland, als wenn sie den weiteren Weg nach Syrien vollziehen würde. Also ich glaube, das ist ein Fall, der nicht nur die Bundespolizei aufgeschreckt hat, zu Recht, und natürlich auch Fragen aufwirft, wie sollen wir in Zukunft auch bei Routinekontrollen mit Jugendlichen umgehen, sondern der zeigt, dass dieses Thema Radikalisierung und Islamismus eines ist, das uns in zunehmender Weise beschäftigt. Es sind mittlerweile 880 Personen aus Deutschland ausgereist, ein Drittel in etwa wieder zurückgekehrt und zahlreiche auch bei Selbstmordattentaten oder im Gefecht auch ums Leben gekommen. Also ich glaube, es ist aller Ehren wert, dass wir dem Thema Deradikalisierung, Präventionsarbeit noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Das sind alle staatlichen Ebenen gefordert. Da sind die Länder natürlich genauso in der Verpflichtung wie der Bund. Der Bund hat beispielsweise ja beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Hotline eingerichtet, die durchaus auch von besorgten Angehörigen, von besorgten Eltern sehr intensiv auch in Anspruch genommen wird. Im vierstelligen Bereich gab es hier schon Anrufe und durchaus auch Hilfsangebote. Aber wir müssen hier, das sage ich hier auch ganz deutlich, mit Sicherheit auch noch besser werden, auch noch mehr tun, möglicherweise auch uns noch stärker vernetzen, auch zwischen der Bundesebene und der Länderebene. Die Bundesebene muss hier durchaus auch noch eine stärkere Koordinierungsfunktion einnehmen. Die Länder sind natürlich auch in starker Weise gefordert, auch gerade wenn ich an die Justizvollzugsanstalten denke. Diese neue Studie kommt zwar zu dem Ergebnis, dass die Radikalisierung in den JVAs nur eine untergeordnete Rolle spielt, jetzt im Vergleich zur Radikalisierung im Internet oder auch durch das soziale Umfeld, aber ich glaube, auch die JVAs sind nicht zu vernachlässigen, gerade auch wenn man sich vor Augen hält, dass die Attentäter von Januar letzten Jahres in Paris ihre Radikalisierung in Anführungszeichen eigentlich erst während des Gefängnisaufenthaltes erfahren haben. Also es ist ein sehr breites Spektrum. Es gibt natürlich kein Patentrezept, aber ich glaube, es gibt insoweit einen Konsens auch in der Großen Koalition, als dass wir diesem Thema noch weitaus mehr Bedeutung beimessen müssen, als wir es bislang getan haben. Dafür sind natürlich auch ehrenwerte Organisationen wie beispielsweise Violence Prevention Network auch sehr wichtig. Deswegen auch ganz bewusst die Einbeziehung hier des vorpolitischen oder des gesellschaftspolitischen Raums. Ich darf jetzt zunächst mal Ihnen, Herr Präsident Dr. Maaßen, das Wort übergeben und bitte Sie jetzt um Ihre einleitenden Worte. Dankeschön. Dankeschön, Herr Mayer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst einmal auch Dankeschön, dass ich Gelegenheit habe, heute hier auch zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich sollte eine Einführung in die Lage geben, Islamismus in Deutschland. Jetzt schaue ich, ob das hier funktioniert. Das würde jetzt
gleich eingestellt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ein paar Zahlen in den Raum stellen, bevor ich auf die Sicherheitslage zu sprechen komme und dann auf das Thema auch Radikalisierung. Wir gehen derzeit von rund 43.000 Islamisten in Deutschland aus. Der überwiegende Teil dieser Islamisten sind Legalisten. Das sind also Personen, die nicht gewaltorientiert sind. Das sind Personen, die wir zu Milli Görüş oder zu anderen islamistischen Organisationen zählen. Aber die am stärksten wachsende Bewegung im extremistisch-islamistischen Bereich ist der Salafismus. Die Zahl der Salafisten hat in Deutschland ganz erheblich zugenommen. Die Kurve, die ich jetzt hier auf die Leinwand geworfen habe, endet bei 8.350. Man hat mir heute Morgen gesagt, die Abstimmung mit den Ländern hat jetzt ergeben, wir sind schon bei 8.650 Salafisten in Deutschland, also innerhalb von wenigen Monaten ein weiterer Anstieg. Das liegt an der ungebrochenen Attraktivität der Salafisten für viele Jugendliche in Deutschland. Wir zählen 1.100 Personen zum islamistisch-terroristischen Personenpotenzial, also Personen, denen man durchaus staatsgefährdende Straftaten zutrauen kann. Und davon sind etwa 460 Personen Gefährder, das heißt Personen, die die Polizei als gefährliche Personen zählt. Ein Teil davon dürfte in Haft sein, ein anderer Teil wird von Polizei oder von Nachrichtendiensten in Deutschland auch observiert oder es finden Verbleibskontrollen statt. Aus dem großen Reservoir der Salafisten ergibt sich auch die Zahl, die Herr Mayer vorhin genannt hatte, von Personen, die nach Syrien oder in Irak reisen. Wir sind derzeit, die Kurve endet Ende 2015 bei 780, wir sind bei über 800 Personen. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass es weit mehr sind als diese 800 Personen, weil das ist das Hellfeld und wir müssen davon ausgehen, es gibt viele Personen, die wir eigentlich nicht als Ausreisende identifizieren konnten, weil sie über die grüne Grenze reisten und damit auch den Sicherheitsbehörden oder der Bundespolizei bei der Ausreise nicht aufgefallen sind. 260 Personen etwa wieder zurückgekommen, das heißt Personen, die für die Sicherheitsbehörden hier in Deutschland durchaus ein Problem sind, denn Personen, die in Syrien oder in Irak sich aufgehalten haben, Kampferfahrung gesammelt haben, sind oftmals Personen, die sich da noch weiter radikalisiert haben und möglicherweise auch mit einem Kampfauftrag in Deutschland sein können. Diese Personen werden, sofern nicht ausreichende Gründe für ein Ermittlungsverfahren vorliegen und für einen Haftbefehl vorliegen, von den Verfassungsschutzbehörden observiert. Die Terrorismusgefahr in Deutschland, die Bedrohungslage bezeichnen wir derzeit als ernst. Deutschland ist wie viele andere westliche Staaten auch Ziel des islamistischen Terrorismus. Es ist nicht so, als ob der Terrorismus an Deutschland vorbeigehen würde. Frankreich, Dänemark, aber auch Belgien waren Ziele von terroristischen Anschlägen. Ich muss sagen, wir hatten in der Vergangenheit Glück gehabt. Vielleicht haben wir auch gute Arbeit geleistet. Denken Sie daran, im vergangenen Jahr, aus unserer Wahrnehmung war ein Anschlag geplant auf das Frankfurter Radrennen. Der Anschlag wurde frühzeitig durchkreuzt. Wir gingen davon aus oder gehen nach wie vor davon aus, dass da ein Szenario in Gang war. Wir wissen auch, dass es immer wieder Anschlagsplanungen gegen Deutschland und deutsche Interessen gibt. Wir erhalten täglich etwa 2, manchmal auch 4 Hinweise auf Anschlagsplanungen gegen Deutschland. Allerdings sind dies oftmals vage Hinweise, unspezifische Hinweise, manchmal sind es auch Dubletten, die wir regelmäßig mit der Polizei und unseren ausländischen Partnern versuchen auszuschließen und wo wir versuchen, schon im Vorfeld, bevor es überhaupt zu einem Versuchsstadion kommt, diese Anschläge zu verhindern. Um was für Szenarien handelt es sich? Es handelt sich zum einen um Szenarien von in Deutschland radikalisierten Personen, die noch nicht mal unbedingt einen Bezug haben müssen zu Syrien, zum IS oder auch zu Al-Qaida. Herr Mayer hat vorhin den Fall des 15-jährigen Mädchens angesprochen. Das ist das junge Mädchen Safia S., Vater Deutscher, Mutter Marokkanerin, die sich innerhalb von kurzer Zeit radikalisierte, und zwar über die Salafisten. Wir gehen davon aus, dass Pierre Vogel,
mit dem sie auf Radikalisierungsvideos schon vor ein paar Jahren zu sehen war, maßgeblichen Einfluss hatte auf die Radikalisierung dieses Mädchens. Sie ist mit 15 dann in Richtung Türkei ausgereist, im Januar kurze Zeit zurückgekommen. Wir gehen davon aus, dass sie einen Auftrag hatte, hier in Deutschland einen Anschlag zu begehen. Wir hatten vor einigen Jahren den Fall von Arit Ucar, dem Attentäter vom Flughafen in Frankfurt am Main, der 2 GIs getötet hatte, 2 weitere schwer verletzt hatte. Und wir müssen davon ausgehen, dass eine derartige Begehungsweise, wir sprechen von Lone Actors, die möglicherweise sich selbst radikalisieren oder auch mit Auftrag handeln, durchaus auch in Zukunft eine Gefahr für uns alle darstellen kann. Die zweite Fallgestaltung neben diesen Lone Actors sind Syrien-Rückkehrer, die ich schon angesprochen hatte. Die hohe Zahl von 260 Personen, die bisher zurückgekommen ist, ist für uns natürlich eine große Herausforderung, diese Personen so zu observieren und zu kontrollieren, dass von diesen Personen keine Gefahr ausgehen kann. Und nicht zuletzt auch Hit-Teams als dritte Fallgestaltung, nämlich Personen, Einzelpersonen oder Personengruppen, die von IS oder Al-Qaida geschickt werden könnten, um Anschläge in Deutschland zu begehen, sind für uns eine Fallgestaltung, die uns beunruhigt. In Paris, beim Anschlag am 13. November, hat sich gezeigt, dass mehrere dieser Fallgestaltungen zusammenkamen. Da handelt es sich um Personen, die teilweise schon in Syrien waren, teilweise nicht ausgereist waren, sich selbst radikalisiert hatten in Belgien bzw. in Frankreich, und auch 2 Personen, die im Kampfauftrag als Flüchtlinge getarnt nach Frankreich gereist sind und am 13. November diesen Anschlag begangen hatten. Und dieser Anschlag in Paris war für uns ein ganz besonderes Warnsignal gewesen. Zum einen wegen der Begehungsweise. Es war aus unserer Sicht der erste Anschlag, wo auch Selbstmordattentäter in Europa eingesetzt waren. Es war ein Anschlag mit Parallelanschlag mit Schusswaffen und Selbstmordattentätern. Und der IS hat den Flüchtlingsstrom genutzt, um 2 Attentäter einzuschleusen. Wir hatten als BfV uns die Daten geben lassen der Personen, die mit diesen beiden eingeschleusten Attentätern als Flüchtlinge nach Griechenland kamen. Es waren weit über 100 Personen, 130 Erwachsene, die mit diesen Personen zusammen auf der Insel Leros landeten, registriert worden waren als Flüchtlinge. Und wir haben 2 weitere Personen identifizieren können, die auch zu diesem Hit-Team in Paris gehörten. Das waren diese beiden Personen, die zusammen mit den Attentätern von Paris in Leros ankamen, der Adel H. und der Mohamed G.U. Wir haben nachvollziehen können, dass diese Personen, nachdem sie auf Leros ankamen, in Leros allerdings identifiziert wurden mit Falschpersonalien und falschen Pässen. Nachdem sie freigelassen wurden, weitergereist waren in Richtung Österreich und in Salzburg in einer Asylunterkunft dann verblieben waren, sind am 10. Dezember festgenommen worden und sind derzeit in Österreich in Haft. Wir gehen davon aus, dass diese beiden Personen auch vorhatten, in Paris den Anschlag mit zu unterstützen. Allerdings, weil sie auf Leros kurze Zeit festgehalten wurden, konnten sie nicht rechtzeitig daran teilnehmen. Das macht für uns deutlich, dass der IS diesen Flüchtlingsstrom durchaus vorsätzlich benutzt hat, um Attentäter nach Europa einzuschleusen. Wir sehen in dem Flüchtlingsstrom weiter die durchaus bestehende Gefahr, dass neben Personen mit einem Kampfauftrag, aber auch IS-Kämpfer, die möglicherweise desertiert sind, aber oder Personen, die Kampferfahrung in Syrien gesammelt haben, nach Deutschland, nach Europa kommen. Inzwischen haben wir, das heißt der Verfassungsschutz und die Polizeibehörden, rund 300 Hinweise darauf erhalten, dass unter den asylsuchenden Personen sein könnten, die sich mal dem IS angeschlossen hatten oder IS-Erfahrung hatten. Und wir versuchen, diese Personen zu identifizieren und festzustellen, ob diese Person, von diesen Personen eine Gefahr ausgeht.
Ein weiteres Problem, das wir derzeit sehen beim Flüchtlingsstrom, ist die Gefahr, dass gerade die jungen Leute, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, angesprochen werden könnten von Salafisten oder anderen Islamisten. Wir haben eine Vielzahl von salafistischen Ansprachen und Anspracheversuchen in Asylunterkünften, in Aufnahmezentren festgestellt. Und wir müssen des Weiteren feststellen, dass eine hohe Zahl auch an jungen Männern, jungen Flüchtlingen zum Freitagsgebet auch in islamistische Moscheen gehen. Das ist für uns derzeit ein Punkt, der uns besondere Sorge bereitet, denn viele in Deutschland bestehende arabischsprachige sunnitische Moscheen rechnen wir durchaus dem islamistisch-salafistischen Milieu zu. Und wenn junge Männer als Flüchtlinge nach Deutschland gehen und hier ihr Freitagsgebet verrichten wollen in einer Moschee, gehen sie gerade dann in eine Moschee oder kommen sie in Moscheen, die sie vielleicht noch weiter radikalisieren könnten, was wir als eine durchaus gegebene Gefahr ansehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich hier von jungen Männern spreche oder von jungen Menschen spreche, so stellt sich das für uns derzeit als das große Problem bei der Radikalisierung von Muslimen dar. Es handelt sich in Teilen um ein Problem junger Menschen oder man kann sagen auch der Jugendkultur. Wir sehen, wenn ich vorhin von Salafismus sprach, dass der Salafismus eine Attraktivität ausstrahlt gegenüber jungen Menschen, die wir durchaus vergleichen mit anderen Jugendkulturen, die ausstrahlen in bestimmte jugendliche Milieus. Bei den Syrienreisenden haben wir festgestellt, dass zwar die Bandbreite der Ausreisenden zwischen 13 und 62 Jahren liegt, allerdings der überwiegende Teil der nach Syrien reisenden Personen jung ist, männlich ist. Bis zu 20% sind auch junge Frauen oder Mädchen und da ist das durchschnittliche Alter noch deutlich jünger als bei Männern. Aber die Zahl der jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren ist bei den Syrienreisenden sehr, sehr hoch. Deswegen mit Blick eben auf diese Personengruppe ist es aus unserer Sicht ganz in besonderer Weise wichtig, dass wir uns beschäftigen auch mit der Frage, was bringt die Person dazu, sich so zu radikalisieren, dass sie bereit sind, nach Syrien zu reisen, zum IS zu reisen und vielleicht auch noch an Selbstmordattentaten teilzunehmen. Und 20 Personen, die aus Deutschland dorthin reisten, sind als Selbstmordattentäter gestorben. Wir stellen fest, dass es bei den Personen, die sich radikalisieren, durchaus Push-Faktoren und Pull-Faktoren gibt. Push-Faktoren insoweit, als es Faktoren sind, die in der eigenen Person begründet sind, warum sie sich radikalisieren. Es liegt aus unserer Wahrnehmung daran, dass es junge Menschen sind, die oftmals orientierungslos sind. Wir haben es mal bezeichnet mit den 4 M's, mit denen wir den eher durchschnittlich sich radikalisierenden Islamisten bezeichnen, weil es durchschnittlich junge Männer sind mit einem muslimischen Migrationshintergrund und die oftmals auch Misserfolge hatten in der Schule oder im Berufsleben, also negative Lebenserfahrungen gemacht haben, orientierungslos sind, frustriert sind. So etwas passiert natürlich vielen jungen Menschen, aber das sind Faktoren, die dazu führen, dass man sich Gruppierungen gerne öffnet, wo man auch Anerkennung bekommt, wo man eine Rolle in einer Gesellschaft und einer Peer Group findet, die man so bislang nicht gefunden hat. Und das macht den Salafismus aus, dass der Salafismus nach unserer Einschätzung diesen Menschen anbietet, eine klare Orientierung, ein Schwarz-Weiß-Denken, dass der Salafismus den Leuten auch anbietet, nicht mehr nur ein Mensch mit negativer Lebenserfahrung zu sein, ein Underdog, sondern man kann, wie einer der Dschihadisten, aus Deutschland stammenden Dschihadisten, einmal zurückgefunkt hatte per WhatsApp, man kann Top-Dog sein
und kann zu denjenigen gehören, die die Zukunft gestalten. Salafismus gibt insoweit eine klare Orientierung. Hinzu als weiterer, ich sage Pull-Effekt oder Pull-Faktor, ist, dass der IS als dschihadistische Organisation eine unglaublich positive Ausstrahlung hat, auch in diese salafistisch-islamistische Szene in Deutschland. Es ist teilweise, hat der Event-Charakter, wenn junge Leute, wir hatten die Fälle gehabt, dass während der Semesterferien Medizinstudenten zum IS gereist sind, um da die Semesterferien zu bringen. Sie wollten einfach dabei sein. Es hatte insoweit Event-Charakter. Man wollte mitreden können, man wollte auch dadurch eine gewisse Anerkennung haben, dass man dabei war, wenn man wieder zurückkommt nach Deutschland. Hinzu kommt, dass der IS vorgibt, ein Staat zu sein. Man kann am Aufbau eines Staatswesens mitwirken, wenn man dorthin reist. Und das macht auch den sehr großen und deutlichen Unterschied aus gegenüber Al-Qaida, eine Gruppierung, die eigentlich nie aus den Höhlen von Waziristan rausgekommen war, jedenfalls weit, weit davon entfernt war, vorgeben zu können, ein Staat zu sein. Diese Push-Faktoren, die in den Personen selbst angelegt sind, ich sprach von negativen Lebenserfahrungen, diese Pull-Faktoren von Salafismus und IS kommen zusammen dadurch, dass die Zugänge zwischen beiden eigentlich erleichtert sind. Das heißt, IS wirbt über das Internet. Die jungen Leute, die aus Deutschland zum IS reisen, schicken ihre Werbung, nämlich das, was sie da machen und wie sie es finden, über WhatsApp nach Deutschland. Die Leute in Deutschland können schnell angesprochen werden, können radikalisiert werden über das Internet und vor allem auch über Instant-Messenger-Dienste. Wir stellen fest, dass Instant-Messenger-Dienste, WhatsApp-Gruppen teilweise eine höhere Attraktivität haben für die Kommunikation als soziale Netzwerke, was für uns als Nachrichtendienste etwas schwieriger die Sache macht, nämlich da reinzukommen, zu erkennen, wer chattet hier mit wem und welche Informationen werden ausgetauscht. Besonders bemerkenswert und ich muss sagen, in gewisser Hinsicht auch besonders beeindruckend ist, wie jugendgerecht auch die Propaganda im Internet von IS, aber auch von salafistischen Organisationen ausgestrahlt wird. Wenn ich mir manches Video angeschaut habe, das von IS in Richtung Deutschland und Europa ausgestrahlt wird, in englischer Sprache, muss ich sagen, das ist eine hohe Professionalität, was die Qualität dieser Videos angeht. Und ich glaube auch sagen zu können, das sind Videos, die gerade mit Blick eben auf die Interessen und Bedürfnisse der Jugendlichen in Europa auch hergestellt werden. Hinzu kommt neben dieser Internetwelt auch das Zusammenbringen von diesen Push- und Pull-Faktoren in der Realwelt durch Leute wie Abu Naji und seine Koran-Verteilaktion, die wöchentlich in Fußgängerzonen stehen und die Leute mit Koranen ansprechen, Werbung machen für ihre Sachen, für ihre Sache. Und wir stellen fest, wenn wir die Biografie der Syrienreisenden sehen, dass eine große Zahl der Syrienreisenden sich radikalisiert hatte, dadurch auch, dass sie als erstes einmal an einem Koranverteilaktionsstand angesprochen wurden, darüber hinaus dann zu Seminaren eingeladen wurden und dann begann im Grunde genommen die Radikalisierungskarriere. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle der Moscheen. Die Rolle der Moscheen insoweit, als ich vorhin schon sagte, dass wir es in Deutschland, was die arabischsprachige Moscheenlandschaft zu tun haben, arabischsprachig-sunnitische Moscheenlandschaft zu tun haben, es vielfach mit aus unserer Sicht salafistisch oder islamistischen Moscheen zu tun haben, die dann junge Menschen, die dorthin gehen, noch weiter radikalisieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind alles keine guten Nachrichten, aber der Verfassungsschutz ist insoweit, ich sage immer, Brandmelder für die Gesellschaft. Wir können Ihnen, wir können der Polizei, der Gesellschaft und der Politik mitteilen, wo wir gerade Brände sehen, Buschfeuer sehen. Andere müssen sie austreten. Wir selbst können es nicht. Wir haben keine Exekutivbefugnisse. Aber wir sehen letztendlich eine insgesamt sehr ungünstige Entwicklung. Die Kurven, die ich vorhin gezeigt habe, in Ausreisen Richtung Syrien,
Die hohe Zahl der Salafisten und die weitere Entwicklung auch der hohen Zahl der Salafisten sprechen dafür, dass wir diese Kurven nicht mehr weiter ansteigen lassen dürfen. Hier ist es aus unserer Sicht auch dringend geboten, dass die Push-Faktoren und die Pull-Faktoren, das Zusammenbringen dieser beiden Faktoren, beendet wird, dass man da eingreift. Und da ist es aus unserer Sicht wichtig, auf der einen Seite repressiv vorzugehen gegen IS und auch gegen Salafisten, so gut es geht, aber auf der anderen Seite, gerade was die jungen Menschen angeht, die sich radikalisieren, eine gute Jugendarbeit zu leisten als Prävention. Und da bin ich der festen Auffassung, es ist keine Projektarbeit, wie man manchmal so meint, sondern es ist eine Daueraufgabe und ich glaube eine Aufgabe, die uns in Deutschland noch sehr, sehr lange beschäftigen wird und wo wir sehr viel Arbeit, Kraft und Geld investieren müssen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Präsident, Präsident Dr. Maaßen, für Ihren sehr instruktiven Vortrag. Sie haben deutlich gemacht, dass neben vielen anderen Faktoren auch das Internet eine zunehmend wichtige Rolle spielt beim Thema Radikalisierung. Das zeigt jetzt auch nochmal die neue BKA-BEV-Studie. Sie haben darauf hingewiesen, dass nicht nur Facebook, nicht nur soziale Medien, sondern auch WhatsApp-Gruppen hier durchaus an Bedeutung deutlich zugenommen haben. Ich darf jetzt überleiten zu Herrn Mücke. Ich habe schon erwähnt, Sie sind Mitbegründer und Geschäftsführer von Violence Prevention Network, einer der ältesten nichtstaatlichen Organisationen, die sich dem Bereich Deradikalisierung verschrieben hat, sowohl was den Bereich niedrigschwellige Bildungsarbeit anbelangt, aber auch sozialpädagogische Ansätze, verfügen hier über eine ausgesprochen hohe Expertise und auch Spezialisierung. Bitte schön, lieber Herr Mücke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, werte Damen und Herren, auch vielen Dank für die Einladung. Wegen der Elternzeit frage ich heute Abend nochmal nach, vielleicht habe ich was verpasst, kann ja auch sein. Ich werde mal jetzt keine PowerPoint-Präsentation verwenden, ansonsten müssen Sie immer mit dem Kopf links und rechts, sondern ich versuche das mal hier auf die wesentlichen Aussagen zu konzentrieren, damit wir auch in eine gemeinsame Diskussion reinkommen. Violence Prevention Network ist ein bundesweiter Träger, der Präventions- und Deradikalisierungs- und Interventionsarbeit macht, vor allen Dingen in den Extremismusphänomenen Rechtsextremismus und in dem Bereich des religiös begründeten Extremismus. Das heißt, wir kennen uns mit beiden Extremismusphänomenen ganz gut aus und haben in verschiedenen Handlungsfeldern waren wir tätig gewesen im Bereich von Arbeit im Jugendvollzug, im Bereich von Beratungsstellen vor Ort, im Bereich der Elternberatung. Und unser Anliegen ist es eigentlich, wir kommen alle aus der praktischen Arbeit heraus und ich selber mache schon seit 25 Jahren Deradikalisierungsarbeit mit jungen Menschen, versuchen direkt mit den Menschen, die in der Extremismus-Szene drinne sind, die nicht aufzugeben, sondern versuchen direkt mit denen Kontakt zu treten und versuchen sie aus diesen Szenen wieder herauszuführen. Denn das Problem ist, wenn keiner mehr sich ihnen zuwendet, dann verharren die immer mehr in dieser Szene und werden immer weniger erreichbar für diese Gesellschaft. Und es geht hier weitgehend um junge Menschen, die man zu keinem Zeitpunkt aufgeben sollte. Wir arbeiten zurzeit hier, was den Bereich des religiös begründeten Extremismus angeht, zurzeit bundesweit ungefähr mit 130 gefährdeten jungen Menschen, zum Teil darunter auch Syrienrückkehrern. Und das ist natürlich auch ein neues berufliches Handlungsfeld, was Syrienrückkehrern angeht. Wir machen dabei zwei ganz interessante Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist, erstens, diese jungen Menschen sind erreichbar. Also wir können es schaffen, mit denen in eine Arbeitsbeziehung zu gehen. Und das zweite ist, tatsächlich können wir Veränderungsprozesse herbeiführen und zu extremismusdistanzierten Einstellungen hinführen und vor allen Dingen halt auch der Punkt, dass von den Menschen, mit denen wir arbeiten, zurzeit man sagen kann, dass keine Fremd- und Selbstgefährdung ausgeht. Wir haben auch in vielen Fällen Ausreißen verhindern können. Das ist uns immer sehr wichtig, dass wir die Ausreißen verhindern können. Da ist es uns wichtig, sowohl mit den jungen Menschen zu arbeiten, als auch mit den Eltern. Wir sind da auch sehr dankbar, dass es dann das Projekt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt, schon seit langer Zeit, wo die Zielgruppe der Eltern auch immer wieder anvisiert wird. Also wir konnten eine ganze Menge bewegen. Ich gebe aber jetzt trotzdem noch mal zu den Radikalisierungsverläufen einige Thesen und dann möchte ich noch mal was sagen zu den Brandmeldern. Der Begriff, den Herr Dr. Maaßen angesetzt hat, die sehe ich auch so, auch was da schon an Attraktivitätsmomenten erwähnt worden sind, aber einige Brandmelder muss ich noch hinzufügen. Radikalisierungsverläufe bei jungen Menschen, da sucht man immer sehr schnell nach einfachen
ja, Erklärungsmustern und wo man sie irgendwo einordnen kann. Und dazu muss ich eins sagen, wenn man gerade, wir gucken uns die Radikalisierungsverläufe sehr genau an bei den jungen Menschen und müssen sagen, es gibt nicht den Radikalisierungsverlauf. Der ist immer sehr unterschiedlich gestrickt. Die Ereignisse können sehr unterschiedlich sein, die Lebensverläufe können sehr unterschiedlich sein. Es wird oft angenommen, dass diese jungen Menschen ausschließlich aus prekären sozialen und familiären Verhältnissen kommen. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Also es kann genauso gut auch sein, dass diese Kinder aus Familienverhältnissen kommen, wo wir eben nicht tiefgreifende familiäre Konflikte haben, wo sie eben nicht aus niedrigem Bildungsniveau kommen. Mal sehr plump gesagt, es kann auch, und so ist es ja auch schon passiert, der Sohn eines Polizeibeamten sein oder die Tochter einer Lehrerin sein. Und das ist eben nicht nur eine Frage von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir haben ja auch ein sehr großes Problem halt mit jungen Menschen, die aus Familien kommen mit deutschen Wurzeln, wo keine Migrationsgeschichte da ist. Und die können ebenfalls in dieser Szene relativ schnell verführt werden. Und wenn man das sich anschaut, wie vielfältig das dann sein kann, da muss man natürlich auch sagen, ist das nicht immer voraussehbar, wen es erwischen kann. Aber wir schauen uns natürlich an, wir haben es hier mit einer Extremismus-Szene zu tun, die hochgradig professionalisiert ist. Insgesamt muss ich ohnehin feststellen in den letzten Jahrzehnten, dass sich extremistische Szenen professioneller gestalten, als es in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Und die extremistischen Szenen verstehen sehr genau, wie man junge Menschen ansprechen kann, sie in ihre Szene einbinden kann, ein Gefühl dafür haben, was sind die Bruchlinien gerade in der jetzigen Lebenssituation dieses Jugendlichen und versuchen an dieser Bruchlinie anzusetzen und sie für ihre Zwecke zu missbrauchen. Das heißt, sie arbeiten mit den grundsätzlichen emotionalen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen nach Geborgenheit, nach Halt, nach Orientierung. Sie nutzen Krisen von jungen Menschen aus für ihre Zwecke und sie versuchen dann, eine Gehorsamsorientierung in diesen Szenen aufzustellen, dass der junge Mensch sein eigenes Denken abstellt. Und einfach, denn man fragt sich ja, warum gehen die in den Dschihad? Warum gehen junge Menschen in den Tod? Warum lassen sich Mädchen dazu verführen, in ein Leben zu führen, wo sie jede eigene Entscheidung abgeben? Das hat etwas damit zu tun, was in diesen Szenen passiert ist. Das heißt, man gibt ihnen hier eine Art Ersatzfamilie, es sind charismatische Autoritäten da, es ist sehr warmherzig in diesen Szenen, die Bedürfnisse von Geborgenheit und Zusammenhalt werden hier angeboten und es wird von Anfang an manipulativ gearbeitet. Mit solchen Sätzen halt so, wenn du zu uns gehörst und du bist Moslem, diese Gesellschaft akzeptiert dich nicht. Das ist das Erste, was die zu hören bekommen. Moslem zu sein in einer Demokratie ist nicht machbar. Ohnehin, wir brauchen eine homogene Gesellschaft, da sagen sie dasselbe wie die Rechtsextremisten. Und sie sagen halt immer so, dieser Staat will dich nicht. Und das ist hier eigentlich nicht deine Heimat. Und wenn deine Eltern hier sind, dann machen sie einen Fehler. Es passieren ständig Entfremdungsprozesse auch zu den Eltern, die in Gang gesetzt wird. Und diese Szene wird immer enger und enger, soziale Kontakte nach außen werden unterbrochen. Und man ist dann nur noch in diesem Wir-Gefühl drinne. Und es wird dann halt das noch religiös, mit Religion wird gearbeitet, aber es hat mit religiösen Inhalten nichts zu tun. Wird dann gesagt, wenn du uns folgst, machst du das Richtige, bist du exklusiv, gehörst du zum richtigen Kreis dazu. Und Nachdenken ist nicht besonders groß angesagt, sondern folge einfach nur. Und das hat nicht nur eine Auswirkung hier für das Diesseits, sondern es hat auch eine Auswirkung für das Jenseits. Das hat für junge Menschen eine ganz hohe Attraktivität. Und vor allen Dingen auch wird hier mit der Angst gearbeitet, wenn du nicht zu uns gehörst, das kannst du machen. Aber dann wird es für dich ein schreckliches Ende nehmen, spätestens im Jenseits. Wir erleben das zum Beispiel immer auch bei jungen Menschen, die den sogenannten IS-Treueeid abgegeben haben und dann aus den Lagern geflüchtet sind. Und die haben dann tatsächlich eine schwerwiegende depressive Phase, weil sie nämlich wirklich einerseits die Angst haben, ich habe denen den Rücken zugekehrt und damit bin ich ja ein Verräter. Und dann glauben die tatsächlich, ja, bis der IS in Deutschland kommt, das wird nicht mehr so lange dauern und dann ist mein Kopf ab. Also in diesem größenwahnsinnigen Denken drin, so sein es nur noch eine Frage der Zeit und die IS-Fahne wird hier am Reichstag gehisst. Und die zweite Sache ist, falls der IS nicht sofort kommen sollte, aber wenn ich im Jenseits bin, spätestens dann werde ich meine Strafe bekommen. Also diesen jungen Menschen klarzumachen, dass das fürs Jenseits und für keine theologische Bedeutung hat, dieser Treueeid, das ist etwas, was wir dann in der Bildungsarbeit mit ihm machen müssen. Also es sind hochgradig manipulative Elemente. Ich bringe auch immer so ein Beispiel rein, das habe ich auch letztens bei der BKA-Vertagung gemacht, ja, weil mich das ja interessiert. Was passiert denn bei jungen Menschen oder wie passiert es, dass sie ihren Verstand in der Jackentasche eines anderen Menschen haben?
Das muss ja irgendwie gemacht werden. Und die machen das sehr geschickt. Also ich gebe nur ein einziges Beispiel. Das Coca-Cola-Trinken ist verboten. Warum? Weil Coca-Cola wird von den Juden hergestellt, also aus deren Begriffsdefinition heraus. Und damit wäre es eine Sünde. Eigentlich völliger Unsinn, wenn man sich mal anschaut, die Prophetengeschichte. Man weiß, dass der Prophet Mohammed mit jüdischen Stämmen Viehhandel betrieben hat, aber die sind ja religiös alles Analphabeten. Die kann man ja sonst was erzählen. Die kann man auch ein Kochbuch vorlesen, sagen, das ist der Koran, und dann würden sie es auch noch glauben. Und dann greifen sie auf eine angebliche frühere religiöse Offenbarung zurück, die besagt, nicht nur das Tun ist eine Sünde, sondern auch das Denken daran ist eine Sünde. Diese Offenbarung ist längst durch viele andere Offenbarungen aufgehoben worden. Das sagen natürlich, diese Szene sagt das nicht. So, und jetzt muss man sich mal in den jungen Menschen hineinversetzen, der jetzt ohnehin schon ein sehr festes Regelwerk hat und der aufpassen muss, was er tun muss. Er muss jetzt nicht nur aufpassen, was er tut, er muss auch aufpassen, was er denkt. Also bitte nicht nur Coca-Cola nicht trinken, sondern bitte auch nicht an Cola denken. Und man merkt so ungefähr dann, wie die Mechanismen dieser Gehirnwäsche ablaufen. Und in diesem manipulativen Atmosphäre sind diese Jugendlichen ständig drinne, bis dann irgendwann auch mal der Satz kommt, wir haben viel für dich getan, du musst auch jetzt erstmal was für uns tun. Und es kommen solche Sätze wie, wie kannst du hier in Deutschland unter einer warmen Bettdecke schlafen, wenn deine muslimischen Brüder und Schwestern anderswo ermordet, vergewaltigt, gefoltert und getötet werden. Also es wird sehr viel moralischer Druck ausgeübt und es wird auch ein diffuses Gerechtigkeitsgefühl bei manchen jungen Menschen angesprochen und das funktioniert. Und dann passiert die Situation, dass es in einer Ad-hoc-Situation plötzlich überreden lassen, jetzt zur Ausreise halt anzutreten. Das sind die häufigsten. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die schon voller Hass sind, die voller Gewaltenergie, Identitäten sind, die nur die Gelegenheitssituation suchen, Hass und Gewalt ausleben zu können und natürlich dann auch dieses Bedürfnis haben, jetzt das in ein Land machen zu können, wo die Gelegenheitssituation gut ist, das zu machen, ohne dass sie strafrechtlich mit irgendwelchen Konsequenzen zu tun haben. Die gibt es natürlich auch. Aber wir haben es sehr viel mit Mitläufern zu tun, die sich für einen Moment instrumentalisieren lassen und die sich haben manipulieren lassen. Und wo wir bei uns in der Gesellschaft schauen müssen, wie können wir das eigentlich verhindern? Auch bei dem Mädchen, was vorher gezeigt worden ist aus Niedersachsen. Wenn es heißt, sie ist 15 Jahre alt, wenn es heißt, sie ist jahrelang schon in dieser Szene drinne und die hat schon, da sind schon Fotos mit bei Vogel und anderes gelaufen sein. Das heißt, in welchem Alter war denn das Mädchen, als dann diese Beeinflussung hat anfangen lassen? Wie weit kann ein Mädchen in diesem Alter dann noch überhaupt noch eine eigene Meinung bilden? Warum hat eine Gesellschaft nicht darauf reagiert, wo ein klarer Fall von Kindeswohlgefährdung vorliegt? Denn da haben wir eine Verantwortung dafür. Es geht ja um unsere Kinder und Jugendlichen, dass genau diese Punkte der Kindeswohlgefährdung halt nicht passieren. Zu der Frage, ich gebe noch ein Beispiel rein, ich mache es am Beispielen deutlich, um mal ein bisschen so anschaulich zu machen, was da geschieht. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun gehabt. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel eines jüdischen Ausreißers. Der hat sich eigentlich nur für religiöse Fragen interessiert. Also der kommt aus einer Kultur, muslimischen Familie. Da wird die Religion, ja, ist zwar da, aber letztendlich wird sie auch nicht gelebt. Religiöses Wissen der Familie ist auch nicht vorhanden. Der Jugendliche, der weiß dann halt so, er hat muslimische Wurzeln, aber was ist das überhaupt? Dann fragt er nach, die Eltern können keine Antwort geben. In der Schule gibt es keinen Islamunterricht. Da hat er also auch keine Gesprächskreise. Dann geht er in eine Moschee. In dem Fall war es eine Dittib-Moschee gewesen. Der dortige Imam ist dann auch nicht so richtig für Gesprächsdiskussionen, also für religiöse Diskussionen offen gewesen. Da geht es halt einfach nur darum, die Verpflichtungen zu machen, mehr nicht. Das heißt, er bekam keine Antworten auf seine Frage. Und dann trifft er in der Schule Gleichaltrige, die sagen, wir wissen was darüber, über den wahren Islam. Wenn du da Interesse hast, Bruder, komm doch mal mit. Du kannst ja erstmal zu unserer Lease-Aktion dazukommen, da lernst du mal unsere Brüder kennen, dann kommt er hin, dann ist es alles sehr herzlich dort, er fühlt sich aufgehoben und sie oft in deutscher Sprache versuchen ihn jetzt etwas zu sagen über seine Religion. Das heißt, er erfährt das erste Mal etwas über seine Religion, über Extremisten. Sowas geht immer schief. Und daran merkt man auch so, dass es auch sehr wichtig ist, junge Menschen in der religiösen Bildung zu stärken, damit sie geschützter sind, was extremistische Einflüsse angeht. Und er hat immer wieder, als er drinne war, er ist dann nach Syrien ausgereist, er hat dann, als er im Lager gewesen war, schon am ersten Tag gemerkt, hier läuft was schief, der wollte auch schnell wieder raus.
Den ersten Satz, den er zu hören kriegte, war gewesen: In deinen Staat kannst du nicht mehr zurück, es ist nicht mehr dein Staat. Denn dieser Staat wird dich verfolgen. Die neue Rechtslage aus dem Sommer letzten Jahres, das nutzen natürlich dann auch die Extremisten, um solche Argumentationen nochmal zu versuchen zu verschärfen. Und dann ist er in der Sackgasse drin. Er will wieder weg, aber wohin? Manche gibt es dann, die kehren zurück, die sagen, egal ob ich hier in Deutschland im Knast komme, Hauptsache aus diesem System komme ich da raus, wo ich da gewesen bin. Sehr viele haben einen Realitätsschock. Sehr viele haben erlebt gehabt, was in diesen Lagern passiert. Und eins darf man dort nicht machen, Fragen stellen. Wer zu viele Fragen stellt, der muss mit erheblichen Strafen unter anderem halt rechnen. Das heißt, sie merken irgendwann mal, dann ist es aber so spät, dass die Manipulation in Gang gesetzt worden ist. Einer, mit dem ich gesprochen habe, es ist ein lange Zeit diskutiert habe, ein Verurteilter, IS-Verurteilter, der hat mir mal gesagt, ich habe denen alles geglaubt, was die mir gesagt haben. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, was mit mir passiert ist. Er sagte, manipuliert zu werden, das geht zu schnell. Und plötzlich bist du woanders. Und er selber, er will jetzt immer jede Woche von uns, dass wir ihm Bücher mitbringen. Er macht uns mal so eine Bücherliste fertig und er liest wie wild. In der Presse ist er als Dummkopf dargestellt worden, das ist ja weiß Gott nicht. Aber er sagt, ich bilde mich jetzt, weil die einzige Chance, die ich habe, auf solche Leute nicht mehr hineinzufallen, das ist es, sich zu bilden. Und das ist nämlich der Punkt, den wir auch in der Arbeit versuchen. Wir arbeiten nicht mit Gegennarrativen, das hat keinen Sinn. Sondern wir fragen diese jungen Menschen, was sind die Themen und was sind die Fragen, die für dich wichtig sind? Und wir diskutieren das mit ihnen, weil wir wieder wollen, dass sie aus einer Gehorsamsorientierung rauskommen, sondern dass sie es dem Mut machen, eigene Fragen zu stellen und eigene Entscheidungen zu treffen und dass der Verstand aus der Jackentasche wieder auf meinen Kopf kommt. 2, 3 Worte nochmal zum Schluss, weil sie mir wichtig sind. Brandmelder, Herr Dr. Maaßen hat das angesprochen gehabt. Ich sehe das auch so. Ich sehe, weil was die schlechten Nachrichten angeht, eigentlich will ich nochmal eine hinzunehmen. Wir sehen das ein bisschen problematisch als NGO, was in den nächsten Jahren passieren wird, weil wir sehen immer eine Entwicklung, haben wir immer im Auge, nämlich die, inwieweit sich die verschiedenen Extremismusphänomene aufeinander beziehen. Das heißt, Rechtsextremismus und der extremistische salafistische Bereich, die agieren, interagieren gemeinsam und verstärken sich gegenseitig. Und Extremisten haben immer eine Zielsetzung, nämlich sie arbeiten an Bruchlinien. Sie arbeiten an Bruchlinien der einzelnen Personen und sie arbeiten an den Bruchlinien einer Gesellschaft und wenn es sein muss, auch der internationalen Gemeinschaft und versuchen, diese für ihre Zwecke auszunutzen. Und wir sind in einer Situation drin, wo in der gesellschaftlichen Mitte, im Teilen der gesellschaftlichen Mitte auch die Übereinstimmung mit demokratischen Werten nicht mehr so einfach so davon ausgegangen werden kann. Das sieht man an den Wahlergebnissen vom Wochenende. Und das ist das, was Extremisten versuchen zu benutzen und zu instrumentalisieren. Und dieses Aufschaukeln unterschiedlicher Extremismusphänomene, das wird uns in den nächsten Jahren, glaube ich, Sorgen machen. Das heißt, wir müssen, was die Demokratieerhaltung angeht, tatsächlich, denke ich mir, auf allen gesellschaftlichen Ebenen gewisse mehr Initiativen noch zeigen. Insgesamt aber muss ich sagen, dass was die Programme angeht, zur Extremismusprävention, zur Deradikalisierung, was hier in Deutschland an Ideen und Projekten und Konzepten entwickelt worden ist, sind wir hier in Deutschland sehr gut aufgestellt. Wir haben sehr gute Konzepte im Vergleich zum europäischen, im europäischen Vergleich. Wir haben Gott sei Dank in den letzten 2 Jahren auch die Entwicklung, dass die Arbeit im Bereich der extremismuspräventiven Arbeit, die Verantwortung nicht nur in den Modellprojekten in irgendeinem Bundesministerium gesehen wird, sondern dass die einzelnen Bundesländer hier auch Verantwortung übernommen haben und hier entsprechend Koordinierungsstellen geschaffen haben und vor Ort versuchen, Angebote zu machen. Dieser Weg muss weitergegangen werden. Aber da ich ja auch mit politischen Entscheidungsträgern hier sprechen kann, möchte ich 3 Sachen kurz nochmal zu bedenken geben. Wenn die Bundesländer aktiv werden, sind es vor allen Dingen diejenigen, die im Haushalt fiskalisch stark sind. Wir müssen aufpassen, dass nicht diejenigen Bundesländer abgehangen sind, die nicht so einfach diese Programme finanzieren können. Denn es kann nicht sein, dass Extremismusprävention in den finanzstarken Bundesländern passiert und keine Extremismusbearbeitung passiert in den finanzschwachen Bundesländern. Ich weiß, im föderalen System ist es immer so eine Schwierigkeit mit dem Finanzausgleich, aber das ist das, was wir als NGO zurzeit sehr problematisch sehen, denn es wird nicht überall flächendeckend gleich die Angebotsstruktur angeboten, die es sein müsste. Der Vollzugsbereich,
der liegt mir sehr am Herzen. Vorsichtig, das wird unser nächstes Thema sein, denn es werden mehr inhaftiert werden. Und wir wissen, wie es passieren kann, dass extremistische Netzwerke in den Vollzugsanstalten schnell aufgebaut sein kann. Ich möchte nur an die Zeiten erinnern, 1999 bis 2001 in dem in den ostdeutschen Vollzugsanstalten, wie dort die rechtsextremen Netzwerke sofort gewachsen sind, dort Leute geschult worden sind, dann ja als entlassen worden sind, vor Ort im Sozialraum die Zähne aufgemischt haben, dann können sie so viel Präventionsarbeit machen, das hilft nichts mehr. Man muss aufpassen, dass solche Schlüsselfiguren nicht sich entwickeln, und da ist die Vollzugsanstalt in Zukunft ein ganz wichtiges Bearbeitungsfeld. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auch an Ihre Adresse, liebe Herr Mücke, ein herzliches Dankeschön für Ihren kompakten, aber sehr einblickgebenden und instruktiven Vortrag. Wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde Zeit. Ich möchte die Zeit jetzt auch intensiv nutzen für Fragen. Bitte schön, bitte um Wortmeldungen. Wenn Sie das Mikrofon bitte benutzen, glaube ich, das wäre im Sinne aller. Also ich habe eine Frage an den Herrn Frankenberger, und zwar, Sie haben uns ja gerade diese YouTube-Videos mehr oder weniger gezeigt und haben gezeigt, dass Sie eben versuchen, die auch schnellstmöglich zu löschen. Und da habe ich einfach eine Frage, wie lange dauert das so ungefähr, bis so ein, also das Video wird hochgestellt, wie lange dauert das dann, bis das so im Durchschnitt, so ganz grob gesagt, dass es von Ihnen gefunden wird? Und dann würde mich halt auch interessieren, Sie haben ja gesagt, mittlerweile sind Sie dabei, dass Sie sagen, 90% der Videos werden direkt gelöscht. Und was mit, wie Sie direkt definieren, also ob direkt jetzt eben direkt im Sinne von, Sie melden das und die kriegen das mit und löschen das sofort, oder braucht dann YouTube oder so eben etwas länger noch, um das dann auch nochmal zu löschen? Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich würde vorschlagen, wir sammeln einige Fragen. Und Sie haben das schon sehr richtig gemacht, wenn Sie auch so nett wären zu sagen, an wen sich die Frage richtet, und vielleicht auch noch kurz Ihren Namen nennen. Bitte um weitere Wortmeldungen. Bitte, Thorsten. Ja, ich brauche nur eine Antwort. Ich sage eine ganz kurze Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, an wen ich richten soll. Den Männern wird ja mehr versprochen als vielleicht den Frauen. Was wird denn den Frauen versprochen, wenn die in den Selbstmord gehen? Vielen Dank, Thorsten Hoffmann. Bitte schön. Ich hätte die Frage, Sie haben jetzt alle drei auch Radikalisierung in Moscheen vor allen Dingen angesprochen. Daher auch die Frage an alle drei Experten, inwiefern Sie da Potenzial sehen, auch von Seiten politischer Regulierung vorbeugende Maßnahmen zu treffen. Also im Sinne von Rahmenbedingungen, in denen Moscheen agieren können, Ausbildung von Imamen, Imame, die hier eingesetzt werden, und eine Überprüfung deren Kenntnisse und Fachkenntnisse. Vielen Dank auch für diese Frage. Ein wichtiger Aspekt, der bislang noch nicht beleuchtet wurde, die Rolle der Moscheevereine und insbesondere auch der Imam-Ausbildung. Bitte schön, weitere Wortmeldungen. Wenn derzeit keine im Raum ist, dann würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht auch in der Reihenfolge der Vortragenden die Fragen beantworten. Herr Dr. Maas, bitte. Zur letzten Frage, Rahmenbedingungen für Moscheen. Wie Sie wissen, wir haben in Deutschland eine unübersehbare Zahl von islamischen Gemeinden. Wir haben hier keine zentrale Struktur der islamischen, vor allem der sunnitischen Gemeinden. Von daher sehen wir als Verfassungsschutz uns vielen, vielen Ansprechpartnern gegenüber, wenn wir versuchen, die Moscheen als Partner zu gewinnen im Kampf gegen die Radikalisierung. Was wir für wichtig halten würden, wäre es, wenn es eine stärkere Struktur eben im Bereich der sunnitischen, vor allem im Bereich der sunnitisch-arabischen Moscheen gäbe, dass wir einen Ansprechpartner auf Bundes- oder auch auf Landesebene haben, der nicht nur wenige Moscheen vertritt, wie das leider derzeit der Fall ist bei den verschiedenen Verbänden, sondern dass es eben eine große Vielzahl von Moscheen gibt, dass man als Verfassungsschutz auf Bundes- oder Landesebene bis hin eben in die einzelne Gemeinde hineinwirken kann und da auch Ansprechpartner findet. Ich denke, das ist ein großes Problem. Und dann können wir auch über Rahmenbedingungen reden, die wir vielleicht mit den Moscheengemeinden im Einzelnen auch besprechen können, wie wir dann auch die Radikalisierung von jungen Menschen in den Gemeinden verhindern können.
Vielen Dank, Herr Dr. Maaßen. Herr Frankenberger, bitte. Zu den YouTube-Videos oder generell zu den Videos. Es ist so, dass wir auf Videos stoßen im Monitoring. Das heißt, es ist manchmal sehr zeitnah zu dem Upload oder zur weiteren Verbreitung. Zum Beispiel werden die meisten Videos ja per Link auf Twitter weiterverbreitet. So, und dort sehen wir dann in der Timeline, hier wird ein neues Video hochgeladen und dafür geworben. Und dann versuchen wir dann schnellstmöglich bei Twitter, aber auch bei dem Host-Provider, der das Video gehostet hat, das Video eben zu melden. Bei YouTube ist es so, wenn wir melden, dann geben wir denen eine Zeit von ungefähr 24 Stunden, weil auch bei denen müssen die Policy-Teams das Video dann erstmal sichten und bewerten, also das, was wir auch machen. 24 Stunden ist eine ganz gute Zeit schon mal. Bei Videos des Islamischen Staats müssen wir tatsächlich positiv konstatieren, dass viele dieser Videos, die auf Twitter verbreitet werden, oftmals schon sehr schnell von YouTube gelöscht sind, bevor wir sozusagen das überhaupt melden können. Also die sehen das dann auch, die haben dann vermutlich ein ähnliches Monitoring aufgebaut wie wir und sehen dann quasi gleiche Inhalte. Und sobald dann ein YouTube-Video des Islamischen Staats hochgeladen ist, geht das gleich vom Netz. Wenn dann denen einen durch die Lappen geht, dann sind wir dann dabei. Bei anderen Diensten, andere Video-Host-Provider, zum Beispiel SendVid ist ein neuer Dienst, da sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Also die löschen zum Beispiel innerhalb von 10 Stunden. Ist das okay? Wollen Sie, Herr Frankenberger, zu den anderen Fragen auch noch was sagen? Also zur Radikalisierung in Moscheen kann ich gar nichts sagen. Zu den Frauen kann ich sagen, dass wir auch dass wir im Internet Propaganda haben, die sich gezielt an Frauen richtet oder an Mädchen richtet. Das sind aber dann andere Attribute, wie die Propaganda, die sich speziell an Jungen richtet sozusagen oder männliche Jugendliche. Ja, das ist dann oftmals, ist die Propagandaseite oder das Video dann auch mit Blümchen geschmückt, es ist mit Rosa gehalten, es wird zwischendurch immer sozusagen Foodporn gepostet, also was habe ich heute Abend gekocht und was habe ich für meinen Mujahid gekocht und so. Also das wird schon sehr stark auf das Häusliche, auf das, ich sag mal, traditionelle Frauenbild beschränkt, aber es wird sehr romantisiert, ja, also und die Belohnungen kommen dann im Paradies, wobei die Paradiesbelohnungen nicht so sind wie die beim Mann, aber im Paradies ist alles toll, sozusagen. Also es wird dann auch nicht sozusagen in Frage gestellt, dass sozusagen der Mann, wenn er sich per Selbstmordattentat in die Luft jagt, 72 Jungfrauen bekommt und wenn das die Frau tut, bekommt sie wieder ihren Mann. Das ist schade, aber so ist es nun mal, ja. Und da gibt es halt auch keine Diskussion, ja. Danke, Frankenberger. Ist nicht ganz gerecht, aber naja. Ja, Stichwort Radikalisierung in den Moscheen, vorsichtig, die Radikalisierungsprozesse passieren überall da, wo junge Menschen sich aufhalten. Die können am Baschi passieren, die können in der Schule passieren, die können im Kampfsportstudio passieren, im Fitnesscenter, überall. Es sind Gleichaltrige, die sich gegenseitig da reinbringen in diese Szene. Aber natürlich ist die muslimische Community gefordert, weil sie ja mit diesen jungen Menschen auch zu tun hat, sich denen zuzuwenden. Und die Frage ist, was tun sie im Bereich von dem Jugendarbeit und Ähnliches? Auch gerade das Angebot, über religiöse Fragen auch zu diskutieren. Und nun haben wir ein Problem, den Islam in Deutschland gibt es nicht. Der Islam ist sehr vielfältig und das merkt man auch in seinen Organisationen, seinen Strukturen halt so. Und die verstehen sich ja manchmal auch untereinander, nicht immer so, wie es religiös wäre, jetzt bin ich mal vorsichtig in meiner Formulierung. Und deswegen ist es immer sehr schwierig, mit wem arbeitet man da zusammen. Wir arbeiten sehr viel mit jungen Menschen zusammen, die auch in die Moscheen gehen, aber sie fühlen sich da oft sehr auch enttäuscht, nicht wahrgenommen. Es gibt manchmal sehr autoritäre Strukturen in die Moscheegemeinden. Sie wollen sich engagieren, aber andere halten sie dann zurück. Es gibt dann auch muslimische Verbände, die sozusagen nicht, die Menschen nicht hier sozialisiert worden sind, die von außerhalb von Deutschland ein Stück halt auch gesteuert und geführt werden. Da ist es immer auch sehr schwierig mit diesen Verbänden dort. Mein Appell ist deswegen, mehr zu schauen auf diese Jugendlichen, ihnen die Möglichkeiten zu geben von eigenen Initiativen, auch eigenen Räumen, wo sie sich dann halt auch diskutieren können. Und muslimische Jugendinitiativen, davon gibt es einige, ganz interessant sind, so wie Jung Muslimisch Aktiv,
Ideen mehr zu fördern, als da in Verbände etwas reinzutun, wo manches nicht so unbedingt bei den jungen Menschen ankommt, wo es ankommen sollte. Denn diese Menschen wollen sich hier engagieren und die machen sehr viel auch ehrenamtlich und die versuchen ehrenamtlich auch andere Jugendlichen davon abzuhalten, dass sie kein Mist bauen. Und ich glaube, darauf sollten wir eigentlich unsere Hoffnung legen. Imamausbildung hier in Deutschland auch ganz wichtig. So, jetzt zum Thema junge Frauen, junge Mädchen. Das ist manchmal nicht so ganz erklärlich, wie das passiert. Da waren auch die NGOs erstmal nicht drauf eingestellt gewesen, weil wir wussten ja, dass wir weitgehend mit männlichen Jugendlichen zu tun hatten, mit denen wir arbeiten mussten. Und weil natürlich der IS brauchte ja natürlich sein Soldatentum dort auch. Und dann kam die plötzliche Entwicklung, dass junge Mädchen ausgereist sind und direkt und gezielt auch angeworben sind. Wie kann das passieren? Und ich sag mal so ganz kurz zusammengefasst, es sind zwei Zielgruppen. Das eine sind die unter 18-Jährigen, 14, 15, 16, 17 Jahre alt, weil die werden dann schon schön verheiratet. Und warum reißen die aus? Das ist ein Stück Naivität, das ist ein Stück Hormonüberschuss, das ist ein Stück sich beeinflussen zu lassen. Das können aber auch sehr aktuelle Krisen sein, wie zum Beispiel mein Vater ist gestorben und die Trauerarbeit hat nicht stattgefunden. Alles das haben wir ja schon erlebt gehabt und die Szene benutzt das dann und lässt dann das Mädchen dann versucht, verheiratet zu werden. Das können auch Mädchen sein, die hier plötzlich Enttäuschungssituationen erfahren haben oder Mobbingopfer geworden sind. Gerade ein Fall aus München, jahrelang gemobbt worden, das Mädchen, und auch körperlich dabei Gewalt erfahren gehabt und hat sich dann dieser Szene angeschlossen, aber eigentlich um als Schutz, ne, trägt einen Boga und kommt keiner mehr an mich ran. Das können sehr persönliche Gründe sein. Aber man weiß schon, wie man diese Mädchen ansprechen kann. Interessanter ist die Frage der Altersgruppe von 20 bis den 30-Jährigen. Was passiert da? Weil die sind ja nicht mehr so naiv. Da denkt man, kann man die müssten nur eigentlich ein bisschen reflektieren können. Und die müssten doch eigentlich das Gefühl, ich bin hier in einem Land, wo ich selbstständig eigene Entscheidungen treffen kann, das doch als sehr positiv bewerten. Gerade aber diese jungen Frauen kann man deren Lebenssituation genau bezeichnen. Nämlich die sind schulisch völlig haben versagt, die sind im Beruf, haben sie vieles versucht, ist nichts passiert, die sind gescheitert, auch in ihrem Privatleben. Und nun passiert Folgendes, wenn junge Frauen, egal was sie machen, das Gefühl haben, egal welche Entscheidung ich treffe, ich laufe immer gegen eine Wand, da kommt nichts Positives bei mir raus, dann werden die entscheidungsmüde und sind eher bereit, ihre Entscheidungen an das andere Geschlecht abzugeben, dann wird er es für mich richten. Und ich muss mich nur an ein paar Regeln halten, aber Gott sei Dank, ich brauche keine eigenen Entscheidungen mehr zu treffen. Und sie haben einen erhöhten sozialen Status. Wenn man hier bei Lidl Verkäuferin ist, nebenbei versucht ein paar Euro zu verdienen, ist der soziale Status nicht sehr groß. Aber wenn ich verheiratet bin beim IS, dort habe ich als Frau einen hohen gesellschaftlichen sozialen Status. Selbst wenn mein Mann im Kampf sterben sollte, die Frau eines Märtyrers zu sein, ist dort der höchste Status. Das heißt, es ist ein Statusgewinn, den sie ja gar nicht mehr erreichen können. Das mal nur so als einige Erklärungen, woran es liegen könnte. Darf ich da gerade noch was, mir ist noch was eingefallen. Nämlich, also in der Internetpropaganda gezielt für Frauen, haben die Islamisten es geschafft, sozusagen Dschihadisten, ähnlich wie es die Bravo geschafft hat, sozusagen zu anhimmelswerten Ikonen zu stilisieren. Ja. Also das heißt, sie arbeiten da mit einem ähnlichen Mechanismus wie die Bravo. Ja, sie kreieren Posterboys, dschihadistische Posterboys, die in ihrem Aussehen und so weiter wirken. Ja, also die haben ein schönes Lächeln und also wie wir es auch vorhin in dem einen Video gesehen haben. Ja, und so ein bisschen das Rebellische und so weiter verkörpern, das sozusagen dann ein gewisses Attraktivitätsmoment hat und sich manche Mädchen eben diese romantische Vorstellung haben, wenn ich hier einen Dschihadisten zum Mann bekomme, ja eben, das ist eine Statusaufwertung, das ist was, ja, das ist vielleicht wie ein Überfluss, ja, den ich meine. Okay, das war das noch so viel. Vielen Dank auch noch für diese Erläuterungen. Gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Ich möchte nichts künstlich in die Länge ziehen, aber natürlich auch keine Frage hier übergehen. Das ist aber offenkundig nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken, lieber Dr. Maaßen, Herr Mücke, Herr Frankenberger. Ich glaube, es war für uns alle eine sehr kompakte, aber sehr instruktive und sehr einblickgebende Veranstaltung.
Sie haben alle nochmal deutlich gemacht, wie wichtig dieses Thema Deradikalisierung und Präventionsarbeit ist, sowohl was die Ebene des Staates anbelangt, aber auch was die Ebene von nichtstaatlichen Organisationen wie Jugendschutznet oder auch das Violence Prevention Network anbelangt. Vielen Dank auch über den heutigen Tag hinaus für Ihr sehr wichtiges, auch ehrenwertes Engagement. Ich darf am Schluss auch nochmal erwähnen, dass Gott sei Dank, lieber Herr Wendt, der Polizist, der bei dem Attentat Ende Februar doch schwer verletzt wurde, das Krankenhaus schon wieder verlassen konnte. Aber es war wirklich, so wie mir auch berichtet wurde, eine Millimetersache. Also ein paar Millimeter, wenn das Messer weitergegangen wäre, wäre er verstorben. Also man sieht, wie ernst dieses Thema ist, wie wichtig es ist, dass wir uns noch intensiver diesem Thema Präventionsarbeit, auch Jugendarbeit, Sie haben es ja auch noch deutlich gemacht, die meisten der Dschihadisten sind sehr jugendlich oder zumindest junge Erwachsene, auch annehmen. Lieber Mücke, es ist gut zu hören, dass Sie sagen, naja, wir sind an sich, wenn man den europaweiten Vergleich zieht, ganz gut aufgestellt, aber ich möchte schon nochmal, und Sie haben es ja auch so ein bisschen angedeutet, es gibt durchaus auch Friktionen, was den Übergang der Bundes- zu der Länderebene anbelangt und auch die Struktur der Länder untereinander anbelangt, durchaus nochmal deutlich machen, da sind wir aus meiner Sicht noch nicht so gut, selbst wenn wir schon ordentlich aufgestellt sind im europaweiten Vergleich, wie wir sein sollten und auch sein können. Da gilt es, glaube ich, schon auch noch mehr an finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch noch eine stärkere Koordinierungsfunktion des Bundes auch herauszustellen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Leistungsfähigkeit der 16 Länder doch sehr unterschiedlich ist, auch was die finanziellen Möglichkeiten anbelangt. Vielen herzlichen Dank auch nochmal an Ihre Adresse für Ihr Kommen und für die Aufmerksamkeit, die Sie den Rednern auch zuteil werden haben lassen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.